Wilde Herzen schlagen schneller, synchron im Takt zu den Kriegstrommeln, wollen wir nun aufbrechen, denn unsere Mission führt uns wieder auf die Seeleninsel. Also macht euch gefasst, meine liebsten Leute, es geht weiter hier in Wild Hearts. Wow, so springen wir glatt mal hier ein runter und setzen uns mal ab auf seinem Vorderfrontlappen da. Nee, fast. Guck mal, fast zerschnetzelt den guten Mann. Da freut er sich über diese wunderschöne Schmucklaterne. Alter, das wird mir mal zu wild. Wir sollen überfahren. Ja, rüber zur Insel und dort einen Donnermarder erlegen. Wir haben den schon mal erspäht. So aus dem Augenwinkel konnten wir den sehen. Und das ist so eine Art Tanuki mit größerem Schwänzelchen. Und da sollen wir hin. Guck mal, da steht da auch der Donnermarder. Jawohl. Da wollen wir auf alle Fälle sofort aufbrechen. Und nochmal zur Quest. Angriffsstrategie. Nutzmörder Idee für eine neue Waffe, die sich gegen den Erdspalt als nützlich erweisen könnte. Zur Fertigstellung dieser Erfindung benötigt sie allerdings Eisensand. Also machst du dich auf den Weg, um welchen zu sammeln. So. Wenn ihr die letzten Folgen gesehen haben solltet, habt ihr ja auch gesehen, warum wir was brauchen, um uns zur Wehr zu setzen. Der große, große Felsenbär bedroht Minato. Dadurch, dass natürlich die Stränge hier zusammengeführt wurden, die ja dann wiederum als Nahrung für die Kreaturen dienen. Und das große Geschöpf will nun alles daran setzen, sich da was zwischen die Kiemen zu hauen. Wir wollen das nicht. Und setzen daher unsere Jagd fort, um den Eisensand zu kriegen. Beziehungsweise hier oben links sammeln ein Donnermarder Verdauungsorgan. Ach, haben die Eisensand in ihrem Verdauungsorgan drin? Essen die Eisen oder was? Wir werden natürlich, wie ihr seht, stets hier scharf schießen. Auch wenn ich denke, dass es vielleicht doch mal weise wäre, auch die Waffen zu wechseln. Wird ja sonst zu langweilig. Nur wir müssen natürlich was Gutes auch schaffen. Eine gute Waffe. Ich meine, der war ja hier vorne immer stationiert oder beziehungsweise sein Jagdgrund. Und hier hätten wir dann auch nochmal ein Korallenfragment. Sehr schön. Die nehmen wir natürlich alle mit, die Korallen. Zack. Auch das noch. Und du! Kleiner Frechdachs. Kann ich dich überhaupt so töten? Muss man hier ein Aufgeladener sein, ne? Bam! Nee! Das ist aber massiv immun gegen alles. Kann ich das so mitnehmen? Nee, warte, ich hab's tot gemacht, oder was? Ich weiß es nicht. Okay. Was haben wir denn da? Bist du das Gockelchen da, ne? Das sieht aber echt bizarr aus. Du bist nicht der, den ich suche. Sieht aber auch echt abgefahren aus. Bunt gefiedert. Natürlich auch ein potenzielles Ziel für unsere Pfeile, aber ich glaube, ich lasse das erstmal hinter mir. Und guck mal weiter. In der Richtung vielleicht. Da! Müsste sein. So, mein Freund. Ich brauche deine Verdauungsorgane. Oho. Los geht's, der Donnermarder. 2 Sterne. Und ich weiß nicht, wie schnell er ist. Ich vermute aber mal, wow, dass der sich gut zur Wehr setzen kann. Hat so ein schön kugelrundes Gesicht. Ist ja schon niedlich, ne? Aber die Frage ist, wie lange er das noch bleibt. Stählerne Schwanzstacheln feuert er auf mich. Beziehungsweise, sie können auch metallischer Natur sein. So wie die strahlend glänzend. Oh, okay. So kriegt man schon schnell wieder einen ab.
Ich muss natürlich aufpassen, ich habe mal wieder nichts gegessen. Das mache ich im nächsten Moment. Hier muss man gezielt ausweichen. So, komm. Erstmal ein paar auf die Birne. Bis jetzt geht's. Oh, der Arme. Oh. Nee, da wollte ich jetzt eigentlich ein bisschen mehr bauen. Ah, verdammt. Das tat weh. Komm. Das ist immer haarscharf, ne? Kann ich denn eigentlich mir auch ein bisschen Feuer besorgen? Jawohl, Wahnsinn. Boah. Ja, jetzt sieht er gefährlich aus. Wie massiv sich sein Schwanzschmuck da aufgestellt hat. Ist ja Wahnsinn. Uah. Der hat gesessen. Na, einmal lauter schreien. Jetzt will er erstmal Reis ausnehmen. Mit dem werden wir aber ganz gut fertig, denke ich. Ah. Komm schon. Jetzt aber. Okay. So setzt man den mal auf. Sehr schön. Kriegen wir einen Hammer hin? Ja. Aufs Hinterteil. Jetzt will er wieder fliehen. War ihm doch nicht genehm, hier vorne zu kämpfen. Ich sollte auch mal mehr den aufgeladenen Schuss nutzen. So, das gesuchte Kimono ist gefunden auf alle Fälle. Das ist aber schon ein bisschen länger, liebes Spiel. Okay, was geht hier vor sich? Ist hier noch jemand? Verdammt, ich wollte andersrum. Komm. Na, komm schon. Ist das... Warte mal. Muss ich es nochmal neu justieren? Jetzt will er. Eben wollte er nicht so recht. Okay. Weiter geht's. Ja, ich esse hier natürlich noch was. Geht nicht. Verdammt. Ich wollte doch noch was essen. Halt so. Wow. Da werde ich zu ihm gezogen. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Ein wenig Heilnebel. Das ist nett. Noch einen ab.
Und jetzt? Quadrat, X Quadrat? Hat jetzt hier eine Laterne gemacht, was ist das? Elementarlaterne? Elementarlaternen schwächen elementare Angriffe. Ah, mit einem Gleiter zusammen kombiniert. Das ist ja spannend. Boah, ich dachte, ich krieg's hin. Aber da war der Fernangriff schneller. Er trommelt auf seinen Bauch rum. Schon. Eine eiserne Wand. Boah, die aber auch echt reinhaut. Einmal kurz hier einen Blaustein mitnehmen. Kann ich mich eigentlich da noch dran heften an die Seite von dem Viech? Ich würde da gerne mal ein bisschen was von den Kimono-Kugeln abgreifen. Ja. Das nehmen wir ab. Und weiter geht's. Einmal noch deftig einen abgekriegt. Und hier noch einen rein. Ach, verdammt. Jetzt geht's weiter. Komm. Fokussiere mich ruhig. Und hau mich weg. Ich stehe wieder auf. Der Heilnebel ist ziemlich gut. Trotzdem soll es hier jetzt direkt weitergehen. So, noch ein bisschen deftiger. Und da trifft mich immer das Hinterteil und raubt mir jetzt die Sicht so ein bisschen. Wow. Komm her. Der hat relativ viel Fernschaden, den er hier machen kann auch. So. Krieg ich noch einen hin? Ah, nee, ist so schnell weg, ne? Ja. Zieht wieder alleine das Wesen. Apropos Leine, der würde ich mich am liebsten gleich ranhängen, aber uah. Da kam nichts zustande. Was ist das denn? Ah, okay. Die Leine erschien da ganz plötzlich wieder. Eben war sie da gewesen, dann ist sie weg. Etwas sonderbar, aber nun ja. Durch diese Karakuri-Strukturen kann man nicht 100% durchblicken. Ich kann aber noch schnell was essen. Komm her. Wehr dich ruhig. Verübel ich dir nicht. Wow. Das ist ein fieser Angriff. Wie Treibsand, der um ihn entsteht. Eiserner Sand. Da noch einen raufgescheuert. Boah, da werde ich gerade aufgehalten. Von der Seite kam da irgendwas gerade reingegrätscht. Eine Schildkröte. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Oh, verdammt. Oh! Hat es gerade eine Mine erschaffen? Was war das?
Lass aus, ne? Komm. Bisschen Flammen noch nutzen. Da liegt auch ein Teil von dem Viech. Oh, jetzt bloß weg hier. Wow. Gleich haben wir dich. Na? Ah, Wahnsinn, dass das Teil auch Strukturen schaffen kann. Sehr interessantes Wesen. Kann ich aber leider nicht weiter studieren. Ich muss dich erlegen. Oh, komm. Ja, ich hätte mich aufladen sollen, verdammt. Was mache ich denn? Ich werde leichtsinnig. Ich werde verdammt leichtsinnig gerade. Und Leichtsinn ist die größte Gefahr. Jetzt aber. Also ein bisschen leid tut es einem ja schon, ne? Wie es immer guckt. Oh. Nochmal. Okay. Wir schaffen das schon. Ah, die Reichweite. Oh, verdammt. Nein, 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 nein. Erwache, erwache, erwache! Das Teil paralysiert also. Ah, sehr cool. Bald müssen wir es aber eigentlich erledigt haben, oder? So, komm. Ein Schlag aus dem Hammer. Der nicht trifft. Mehr habe ich leider nicht. Ah, Mann, ich will doch was rausgreifen. Das hat nicht funktioniert. Da muss ich wohl ein bisschen schneller sein. So, ich muss einmal kurz das hier an mich nehmen. Oh, verdammt nochmal. Jetzt reicht's mir aber auch. Aber hier, die Ressource da, die hätte ich jetzt nicht eingesammelt, oder? Verdammt. Sei es drum. Muss ja weitergehen. Wo willst du denn hin? Ach, treibst dich hier wieder rum. Hier haben wir ein paar lästige Krabben, deshalb zieht's mich hier mal ein bisschen mehr aufs Wasser. Okay, das war's. So geschwächt war die arme Kreatur also schon. Es wird also Zeit für den besagten Todesstoß. Und damit ist der Donnermarder Geschichte noch einmal verbeugt. Respektvoll. Werfer Karakuri erweckt. Ach, wie cool. Und wir haben auch das Verdauungsorgan. Oh. Hat doch schon was Majestätisches, dieses arme Wesen. Alles klar. Holz nehmen wir mit. Und natürlich auch noch ein paar weitere Korallenfragmente. Und dann können wir auch schon wieder gen Heimat reisen. Blaustein nehmen wir aber noch mit. Ich blicke auf die Karte und gehe zurück nach Minato. Dort werden wir nämlich erwartet. Natsume ist schon ganz begierig, dass wir ihr das Organ
übergeben, das Verdauungsorgan, und da wird wahrscheinlich dann entsprechender Eisensand sich drin befinden. Und es wirkt ja so, als würde der Donnermarder aus seinem Körper diese Eisenstrukturen herausbefördern können. So, wir flattern hier mal rüber. Und nun kann auch neue Rüstung geschmiedet werden. Ah, sehr interessant. Das ist doch schön. Jo, da sind wir gekommen. Und hier hast du besagte Materialien. Da nehme ich dich aber auch dann beim Wort. Melde dich bei Susuran. Vorher gucke ich aber nochmal, was wir denn machen können jetzt. Und ich bin erstmal ganz begierig zu sehen, ob hier was Neues ist. Sehen wir, nee, ist leider nicht der Fall. Haben wir denn hier jetzt einen neuen Pfad, der sich aufgetan hat? Ja, in der Tat. Da, aber wie wir sehen, da müssen wir wieder mehrere Wesen erlegen. Denn wir brauchen auch da Verdauungsorgane für. Schade, schade. Auch beim Lavarücken ist auch noch kein Weg zu sehen. Ich würde ja ganz gern diesen Pfad hier auch gehen. Wobei, hier hätten wir auch die Möglichkeit. Oh. Das Nuratsch, geht das weiter? Der Ranken. Warte mal. Das wäre eine Option. Man braucht leider immer so viele Materialien, ne? Ich gucke mal ganz kurz, was die Rüstung sagt. Das ist ja auch cool. Donnerhaut Sukin. Sukin ist auch die Kapuze, die man einfach drüber streift. Eisenstück brauchen wir dafür. Okay. Wir können jetzt aber... wir können es jetzt tun, wenn wir wollen. Ey, und wie wir das wollen. Endlich sehen wir unglaublich kacke aus. Lavarückenhaut bräuchten wir hierfür, um das so ein bisschen zu modifizieren. Dann geht's mehr in die dunkle Richtung, da unten. Bzw. nach rechts ins Rötliche. Oh, der Wildnispfad. Können die entsprechende Schuhe, könnten wir machen. Aber ich überlege, ob ich da nicht dann doch ein bisschen was spare, weil ich glaube, es bringt ja nichts jetzt groß hier. Warte mal. 81, welchen hatte ich? Den hatte ich ja. Wenn wir weiter auf dem Bogen bleiben wollen, können wir auch da Richtung weitergehen. Linke Finger, Todesstoß, grausam, starke Armseele. Machen wir es mal so. Und hier bräuchten wir entsprechend Blütenschwänzchen, Pflaume. Ich überlege die ganze Zeit. Ich würde ja echt gern mal wieder was anderes probieren. Mit Herzstein. Aber es fehlt ja wirklich hinten und vorne an Materialien. Also auch wenn ich was Neues schmieden würde, da kriegen wir nichts zusammen. Ich denke, ich werde so lange noch weitermachen. Nur überlege ich jetzt, dass ich mal hier den Bogen zumindest wechsle. Doch, wir haben jetzt einen Ablenkungstalisman, Horizont. Ein Talisman, der Anmut im Kampf verleiht. Er kann das Verhalten von Kimono beeinflussen. Provokation. Wir setzen mal an. Einfach, komm. Nehmen wir mal den. Testweise einfach. Ornamente fehlen uns. Da kann man die Reihenfolge ändern. Wir sollten auf jeden Fall nochmal gucken, bevor wir zu Susudan gehen und weitermachen. Möchte ich mich nochmal ans Feuer setzen, mich aufwärmen und zugleich gucken, ob wir da noch was machen können hinsichtlich der Tsukumo. Angriffsform auf Stufe 3. Das machen wir mal.
Sehr gut. Mann, sehen wir bedebbert aus. Das ist ja echt furchtbar. Egal. Man darf auch mal etwas Mut zur Hässlichkeit hier an den Tag legen. Ich gucke mal ganz kurz hier. Da ist ja auch noch mehr möglich. Drachenschlundkosten. Nickrand. Schilder. Ist das jetzt nicht das, was mich antreibt, aber dann hätten wir das wenigstens. Das leuchtet mich schon so stark ins Gesicht. Nehmen wir das mal. Das ist, glaube ich, aber eher was für Multiplayer, vermute ich mal. Worte der Warnung, der Liebe oder was auch immer gesagt werden soll. Mühlenschaufel. Für Fischer, örtliche Fischer. Also die alten Jäger begleiteten offenbar die örtlichen Fischer bei ihrer Arbeit. Dieses skurrile Katakuri wird am Wasser aufgestellt und fängt von selbst Fische, bevor es zu einem Ausgangspunkt zurückkehrt. Und das ist ja nicht schlecht. Was hätten wir noch? Wasserkapazität. Erhöht die Heilwassermenge, die du tragen kannst. Ah, das machen wir doch auf alle Fälle. Sprungfeder verlängert die Dauer der Unbesiegbarkeit nach der Verwendung eines Sprungfeder-Katakuri. Ist auch nicht schlecht. Lodernde Flamme. Man kann auch Kimono in Brand setzen. Ist auch nicht schlecht. Man, so viel Gutes, ne? Einmachkrug. Pökeln, eine Technik, die seit Jahrhunderten verwendet wird, um die Aromen von Lebensmitteln zur Geltung zu bringen. Geruch und Geschmack variieren je nachdem, was und wie es eingelegt wurde. Die Geschmäcker sind von Mensch zu Mensch verschieden. Aber hier haben wir jetzt auch den Werfer. Schleudere Basis-Katakuri ins Kampfgetümmel. Was auch immer auf diesem Gerät platziert wird, wird bei der Jagd in Richtung der Beute katapultiert. Du kannst dich auf diese Weise auch selbst katapultieren. Sehr erweckt ist es. Mühlenschaufel. Ich gehe jetzt mal hier den Pfad. Das haben wir noch nicht freigelegt. Und belassen es erstmal dabei. Wir können eigentlich auch noch einiges lernen, was den Ausbau von entsprechenden Stützpunkten anbelangt. Aber das machen wir nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Der Donnermarder ist gefallen. Und mal schauen, was uns als nächstes erwartet. Wir haben ja noch das bunte Hühnchen da auf der Insel. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch erledigen. Und ich brauche Materialien für neue Waffen. Verdammt. Da gucken wir mal, wie wir weiterverfahren. Jetzt war es das erstmal an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zugucken. Jetzt könnt ihr nochmal kommentieren, liken, abonnieren, falls noch nicht geschehen, die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst. Und das nächste Mal einschalten, wenn es weitergeht bei Wild Hearts. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.